Hallo liebe Neverland Rancher, ich bin es, Beauty Guru Vegas. Ich habe momentan nicht so richtig was zum Anziehen und deswegen dachte ich, suche mir Inspiration. Diese Inspiration habe ich heute Morgen in meinem Briefkasten gefunden. Mit angesagter Mode durch den Herbst. Ich dachte, ich mache da draußen eine kleine Challenge. Vegas Films präsentiert. Vegas ist cool. Vegas Films präsentiert. Das wird sie in ihr Intro schneiden. Stopp. Oh. Ist gar nicht so leicht, sind gar nicht so viele Seiten. Stopp. Und stopp. Ist vielleicht nicht die richtige Challenge. Stopp. Ich spüre ein nautisches Thema. Ein bisschen, wir fahren auf unserer privaten Yacht. Ihr Name ist Birgit Charlotte. Und das werden wir jetzt nachstylen. Soll ich das auf Zeit machen? Ja, oder? 2 Minuten. Go. So, Nautik. Der ist zu hell. Aber muss. Nappo! Das hätte ich auch im Leben nicht kombiniert. Ich brauche noch eine Brille. Okay, das ist jetzt mein Nautik-Look, vorgeschlagen von Bada. Oh, die hat die Brille so fesch im Mund. Moment. Und? Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich weiß nicht, spielen wir hier auf Punkte? Ja. The next look. Mhm. Ich würde das mal Business Casual nennen. Wir haben hier Hannelore Victoria, die zu einem Business Lunch geht. 2 Minuten. Go. Go. Ich brauche ein Hemd. Ich habe gar keine Zeit für die Knöpfe. Das dauert jetzt schon 2 Minuten, das zuzumachen. Die helle Hose kann ich anlassen. Nein! Vielleicht im Wäscheberg. Nein. Ich habe den perfekten Pullover. Aber er ist nicht da. Nein. Dann nehme ich das. Das ist ja eigentlich auch perfekt. Business Casual. Ärmel natürlich nach oben. Ah, der kann. Also ich finde, die Klamotten sind aber on point, aber weil ich wirklich ein bisschen zeitverzögert war, nur einen halben Punkt. Okay, der nächste Look. Also es ist wirklich sehr, sehr casual. Ich nenne sie Ulrike van der Gröben. Und Ulrike van der Gröben, ich weiß nicht, was macht man in dem Outfit? Geht Lebensmittel einkaufen. Was will man damit? Okay, ich finde, der Timer sollte noch nicht laufen, während ich die Klamotten ausziehe. Wie ihr merkt, ich mache mir nach und nach meine eigenen Regeln. Und wir sind wieder ready to go. 2 Minuten laufen jetzt. Ah, ich habe keine dunkelblaue. Hier ist der Pullover. Scheiße. Dunkelblau habe ich nicht. Ich habe eine schwarze Hose. Oh, was langes weißes. Und eine Kette. Auch eine fette Kette. Aber gut, ist jetzt sehr, sehr random. Ich weiß nicht, ob ich mir dafür einen Punkt geben kann. Das war jetzt nicht so, gut. Ich mache die Pose nach. Eigentlich müssen wir noch so Wind durch die Haare pfeifen. So, ein Viertelpunkt für einen weißen Pullover, oder? Es war ja zumindest in der Zeit. Es folgt dieser wunderschöne Katalog. Wir gucken, wie wir mit angesagter Mode durch den Herbst kommen. Ich glaube, das kriege ich hin. Ich nenne sie Olivia Evita und sie ist auf dem Weg nach Kärnten. 2 Minuten. Go. Super easy, ich muss mich gar nicht umziehen. Also ich würde mal sagen, für 30 Sekunden kriege ich einen vollen Punkt. Jetzt machen wir mal die Pose nach. Oder? Ist doch voll getroffen. Eigentlich fühle ich mich... Nein, ich fühle mich nicht schlecht. Es war... Der Punkt war verdient. Hält einen Aufwand. Okay. Stopp. Eva Judith ist auf dem Weg in einen Telekom-Laden, um einen neuen Handyvertrag abzuschließen. 2 Minuten. Go.
Blau, ich habe kein Blau. Die mal mit ihren Hemden. Sorry, aber ich muss noch mal das Hemd rausholen. Und das hier. Keine Ahnung, wie und ob das passt. Und? Stopp, ich habe noch 30 Sekunden gut. Farblich passt das nicht so. Ich glaube, dafür möchte ich gar keinen Punkt. Ich verzichte hiermit offiziell auf den... Was hast du denn da? Ach, ein Zettelchen. Ah ja, ich mache trotzdem noch die Pose. Na, and the next outfit. Oh, stopp. Das ist auf jeden Fall eine Birgit Caroline. Die ist auf jeden Fall dabei, ins Kino zu gehen mit ihren besten Freundinnen. Und sie gucken sich kein Ohrhasen oder zwei Ohrküken in der Jubiläumsedition an. Ich habe schon eine Idee und ihr werdet euren Augen nicht trauen. 2 Minuten. Los! Ich kann selber nicht ganz glauben. Ich brauche einen V-Ausschnitt. Das habe ich. Und ich bin fertig. Allein dafür, dass ich ein wirklich sehr, sehr ähnliches Muster habe, finde ich, gesteht mir ein voller Punkt zu. Ich hoffe, ihr seid meiner Meinung. Guck mal, wie sie... So. Oder? Auf geht die Sause. Mal gucken, ob wir diesen Look kreiert bekommen. Das ist Julia Christine. Und die hat gerade einen Bausparvertrag abgeschlossen und stößt jetzt mit ihren Freundinnen an. Mit einem Prosecco. Go! Nein! Der Reißverschluss! Okay. Eine Minute und ich würde sagen, das ist ein Win. So, Haare hinten. Das ist ein Punkt. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Punkte ich habe und was das Ziel ist. Ist noch irgendwas übrig? Jetzt kommt der Joker, jetzt darf ich mir was aussuchen. Wie möchte ich aussehen in diesem Herbst? Ganz hinten ist diese Dame abgedruckt. Und go! Kein weißes T-Shirt. Doch! Das Einzige, was ich in der Richtung habe, ist folgender Pullover. Nee, rechte Schulter. Zu sehen, ihr Kind. Und ich habe ihr gar keinen Namen gegeben. Angela Bianca, die ist gerade auf einem Glamping-Trip. Also ist da auf gar keinen Fall Camping, so in der Natur. Bäh. Glamping. Ich würde sagen, das ist auch ein Punkt. Und weil es eine Joker-Runde war, 2 Punkte. Ich habe hier ein ganz schönes Chaos angerichtet. Alles wieder schick. Wenn ihr noch Quellen habt, wo ich meine Inspiration herziehen kann, sagt mir da gerne Bescheid. Schreibt es mir in die Kommentare. Ihr seht jetzt, ihr habt die neuen Trends gesehen. Und ich hoffe, ihr konntet dadurch auch was aus diesem Video ziehen. Und damit herzlich willkommen im Neverland Rancher Hallenbad. Mein erster Dank geht wie immer raus an Sherlock Toast und Pat Bond. Und W.Haas hat aufgelevelt. Aus dem Silberabzeichen hinein ins Goldabzeichen. Vielen, vielen Dank. Außerdem neu dabei bei den Seepferdchen sind Britta und Judith. Und ich war ein bisschen starstruck, weil ich seine Videos extrem, also als Cutterin, extrem liebe. This guy edits. Es ist wirklich wahr. Unterstützt mich. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Und damit geht's weiter zu PayPal. Von Andy H. 5 Euro. A sheep, a drum and a snake fall down a cliff. Badum. 5 Euro von der Neverland Rancher Finanzberaterin Julika. Posten. Erstens Mikrofonrauschen, Stundenlohn 1,40 Euro. Zweitens Pausenbildschirm, Stundenlohn 1,40 Euro. Drittens Intro, Startzeit, Stundenlohn 1,40 Euro. Zwischensumme 4,20 Euro plus Mehrwertsteuer 19%, 80 Cent. Auszahlung 5 Euro. Informationen für Abrechnungsempfänger Julika. Corporations. In Klammern nicht im Handelsregister eingetragen. Kein EK, nicht lizenziert, nicht qualifiziert, keine Haftung zahlt. Freiberuflern und Selbstständigen kein Mindestlohn. Mit freundlichen Grüßen, Julika. Ich finde es schön, dass die Finanzinformation und die Abrechnung immer länger wird. Im letzten Stream habe ich auch von Plainfield Love oder Motocash oder einfach nur der Mann der 1000 Namen und Moderator auf allen meinen Plattformen nochmal 10 Euro bekommen für mehr Lametta im Stream. Eine anonyme Spende von 10 Euro für eine GoPro für den Stream, damit ich endlich die Katzencam installieren kann. Von Carmen, zweite Moderatorin. Ihr kennt sie als Lametta Ling, hatte ich im letzten Stream auch 5 Euro erhalten.
und ein Euro von Clara, auch im letzten Stream. Das wollte ich unbedingt auf jeden Fall noch mal erwähnt haben. Nappi, was ist denn da? Vielen lieben Dank für eure ganze Unterstützung. Und damit kommen wir zum Crappy Shirt. Ach. Das werde ich übrigens auch mal im Stream an die Wand hängen. Ich habe richtig cooles Artwork bekommen von meinem Nachbarn. Ein Crappy Shirt gewinnt Tobi Reh, Freischwimmer seines Zeichens. Herzlichen Glückwunsch. Ich schicke dir bald einen Link. Und als allerletztes wollte ich nur noch mal zumindest erwähnt haben, dass ich einen Discord-Server habe nun seit dem ganzen Gestreame. Das wollte ich hier auch mal erwähnen, findet ihr in der Beschreibung. Und wer möchte, kann morgen gerne wieder dabei sein beim Sonntags-Chill-Stream um 13 Uhr, wie jeden Sonntag. Also macht's gut, ihr Lieben.